Hallo, ich grüße euch zum Teil 20. Wir wollen uns jetzt mal mit der Landtagswahl in Sachsen befassen. Die Partei hat ja ihren Sitz in Sachsen, ist 2014 am 23. Februar ist noch richtig gegründet worden. Und wir hatten dadurch die sportliche Aufgabe, dann innerhalb kürzester Zeit Kandidaten aufzustellen und zur Wahl anzutreten. Ne? Das ging zuerst zur Europawahl, dann die Landtagswahl noch. War also ziemlich kompliziert. Ja, jedenfalls ist es dann so gewesen, dass wir dort erstmal beim Wahlausschuss eingeladen wurden, um die Parteieigenschaft festzustellen. Ja? Bei der Feststellung der Parteieigenschaft, da gibt es nur ein einziges Kriterium, dass die Partei an der öffentlichen Meinungsbildung mitwirken will. So, und da geht es nicht um Mitgliederzahlen, da geht es auch nicht um irgendwelche Programme, sondern es geht nur um die Erklärung an der öffentlichen Meinungsbildung sich zu beteiligen, also öffentliche Auftritte, Pressearbeit und so weiter, ne, dass das alles da ist und dass auch die da wirklich arbeiten. Und der Grund, warum man das macht, hängt damit zusammen, um festzustellen, ob so eine Partei Notstandsleiter ist oder nicht. Notstandsleiter ist der, der handelt. Also wenn eine Partei nichts tut, nichts handelt, ist er ein Notstandsleiter. Ne? Ja, gut. Fakt ist eins, dass sich so eine Wahlkommission nicht herauszunehmen hat, über Inhalt und Programmatik und Untergliederung und so weiter reinzureden. Das hat man aber versucht. Man hat nämlich uns nicht erlaubt, als Regionalverband Kandidaten aufzustellen. Und das war nicht erlaubt, uns das zu beschränken, weil ja das für die CSU in Bayern ja auch nicht so ist. Ne? Also wenn die Bayern sich eben so gegliedert haben und auch die Parteigrenzen nicht genau Wahlkreisgrenzen überschreiten, das ist doch denn ihr Problem. Und das Bundesverfassungsgericht hat da ganz klare Richtlinien erlassen. So. Und dort hat sich einem der Landeswahlausschuss darüber hinweggesetzt und hat gesagt, es müsste unbedingt einen Landesverband geben. Und zusätzlich zum Regionalverband, wir wollten ja nur einen Regionalverband machen für Thüringen und Sachsen zusammen, der besteht auch weiterhin, ne, parallel jetzt. Und ja, und dort ist es eben gemischt. Also im Vorstand des Regionalverbandes ist eben Sachsen und Thüringen gemischt vertreten, während im Landesvorstand eben nur die vertreten sind, die im Land sind. So. Das ist eine Untergliederung, die können wir machen. Das haben wir alle Rechte dazu. Das hat uns der Landeswahlausschuss mal schon untersagt. So, und da muss man sagen, wer dort drinnen sitzt, das sind alle, die zu irgendeiner Partei gehören. Ne? Die Grünen, die Roten, die CDU und so weiter. Ne? Die bestimmen über eine andere Partei, ob sie eine Parteieigenschaft hat oder nicht hat. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Das ist Befangenheit hoch drei. Und hinzu kommt, dass diejenige, die dann als Vorsitzende zu der Wahlkommission da war, ja schon 2008, 2009, wo es in die Landtagswahlen ging, ja schon immer Betrug gemacht haben mit der Kandidatenaufstellung der PPC. Die hat nämlich im Land genau den gleichen Betrug durchgezogen. Da müsst ihr mal in die ersten sechs Teile reingucken, dieser Videos, ja, da wird das erklärt. Die hätte zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht Vorsitzender sein dürfen, weil das Ermittlungsverfahren in dieser Sache ja immer noch läuft. Ja? Es ist ja noch nicht eingestellt. Die Ermittlung wegen dem Wahlbetrug läuft immer noch. Ja. Dafür verantwortlich ist dann Chemnitz, weil sie es eben sich nicht kümmern und das nicht machen. Aber inzwischen haben wir es ja weiterlaufen lassen. Wir haben noch weitere Beweise gesammelt, sodass es eigentlich immer schwieriger und immer die Beweislage immer erdrückender wurde. Ist ja gut für uns. Ne? So, außerdem kann man ein Wahlbetrug nicht einstellen, wenn er begangen worden ist, ist er begangen worden. Und dann muss halt ermittelt werden. Und da ja, wenn der Strafantrag gestellt ist und das Ding noch nicht aufgehoben werden kann, weil ja die Sachlage halt nur erdrückend ist, uns aber nicht ermitteln, dann läuft das noch. Und solange wie das Verfahren läuft, müsste die Landeswahlleiterin suspendiert werden. Ganz einfach. So, ist nicht passiert. Ist also weiterhin noch im Amt. Ja, und damit haben wir natürlich gute Karten, dass die nächste Landtagswahl gleich wieder auf die Füße fällt. So, und das war 2015 der Fall. Und ja, da hatten wir uns erstmal also die Zulassung insofern entzogen, dass sie gesagt haben, wir wären gar keine Partei. Ich habe natürlich dann argumentiert, ja, die SPD wurde ja die hatte zu 12 oder 15 Mitglieder bei ihrer Gründung. Ne? Mehr waren das nicht. Ne? Und die wussten auch noch nicht, was sie machen sollen. Die sind ja frisch aus dem Turnvorder Jahren Sportboden rausgepurzelt und von politischer Arbeit war in dieser Gründungsphase kaum was zu spüren. Und niemand bestreitet, dass die SPD eine Partei ist, die an der politischen Willensbildung mitwirkt. Dass er Schaden anrichtet, das ist eine ganz andere Sache.
Aber sie arbeitet in der politischen Willenspyramide. Wir haben eben uns auf die Fahne geschrieben, keinen Schaden anzurichten, sondern wir wollen, dass das, was in unserem Parteiprogramm steht, auch umgesetzt wird. Wir wollen, dass die Menschen wieder eine ordentliche Staatsangehörigkeit, eine ordentliche Heimat haben und in ihrer Heimat auch Rechte haben. Das ist momentan nicht erfüllt. Mit denen spielt nur Schrapps hat den Hut verloren, weil man denen keine ordentliche Staatsangehörigkeit in Ausweis einträgt. Und Deutsch ist keine Staatsangehörigkeit. Das ist ein Pfändungstitel, weil die Bundesrepublik ihren Auslandsschulden hier nachkam. Das ist der Grund. So, und solange wie der Bund Schulden hat, greift die Pfändung. So. Man weiß ja, dass das Land, also die Bundesstaaten, keine Schulden haben. Und demzufolge kann auch keine Pfändung auf dem Land liegen. Auch hat das Land nie Krieg geführt. Das Land hat nur Österreich-Ungarn eine Bündnisverpflichtung erfüllt. So, und wer dann wirklich Krieg geführt hat, war der Weimarer Republik. Mit denen haben wir aber nichts zu tun. So, und dann muss man sich noch überlegen, dass die Schwarz-Rot-Gold zur Weimarer Republik gehört und dass die Staatsflaggen, die 26 Bundesstaaten, eigene Staatsflaggen haben, also auch Sachsen. So, und wenn ich in irgendeinen öffentlichen Gerichtssaal komme, der mir als Amtsgericht oder Landgericht, was auch immer, entgegentritt, sehe ich nirgendwo das staatliche Logo. Ich habe dort immer irgendein Kunstwerk an der Wand hängen, sodass irgendjemand denkt, das ist was Staatliches, aber es ist eben nur ein Kunstwerk, was ahnen lässt, aber es ist nicht das Wappen. So, und da geht der ganze Mist eben los. So, und wenn ich jetzt sage, na, das hat der Freistaat Sachsen, hat dann die und die Gesetze erlassen. Ja, was ist denn der Freistaat Sachsen? Freistaat Sachsen ist eine Untergliederung des Bundes, nämlich ein Bundesland. Bund ist eine privatrechtliche Zusammenkunft, die dadurch entsteht, dass Leute gewählt haben. Also die haben eine Interessengemeinschaft gebildet und wollen alle zusammen an der Willensbildung teilnehmen. Das ist der Bund. So. Und der Bund muss sich innerhalb von seinem Land bewegen, wo dann nun mal als Bund angemeldet worden sind. So. Und ein Bund kann schon entstehen an einem Stammtisch. Ne? Da sind sich fünf einig, die verbinden sich, um irgendwas durchzusetzen, irgendjemandem zu schaden oder irgendjemandem zu nützen. Das ist ein Bund. So. Und ob das der Bund jetzt nur so groß geworden ist und dass man kaum mehr erkennen kann, dass das eigentlich nur eine privatrechtliche Organisation ist, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. An seiner rechtlichen Stellung als Bund hat es bis heute nicht geändert. Dass er jetzt bewaffnete Organe hat und dass eben der Schwindel wird, wenn man darüber nachdenkt, welche rechtliche Grundlage der Bund eigentlich hat, macht die Sache natürlich kompliziert. Und ja, man darf wirklich nicht darüber nachdenken, weil da wird es im Himmel Angst, was Bundesbank, Bundesbeamten und so weiter alles sind. Ne? So, aber da sich die Leute ja nicht auskennen und auch sich nicht belesen und in den rechtlichen Dingen das alles von sich wegschieben und das irgendwelchen Rechtsanwälten überlassen, wobei die Rechtsanwälte ja wieder unterschreiben müssen, dass er, wenn das System Unrecht geht, Unrecht begangen hat, gegen dieses Unrecht nicht vorgehen dürfen, brauchen wir uns nicht wundern, warum sich hier in dem Land nichts bewegt. So. Wie das funktioniert, habe ich in den letzten zwei Teilen schon hinreichend erklärt. Da muss man einfach nochmal zurückspulen. Mache ich jetzt nicht. So, entscheidend ist jetzt die Sache, dass wir einen Schein ausgestellt gekriegt haben. Schein. wo drauf steht, dass wir damit Unterstützungsunterschriften sammeln können. Und dort war zum Beispiel mal schon keine Unterschrift von dem Landeswahlleiter drauf. Warum ist er nicht drauf? Ja, weil die Wahlanfechtung gegen ihn läuft, schon seit 2009. Deswegen ist nie unterschrieben. So, also sind die Unterstützungsunterschriften von allen anderen, die auf ihrem Zettel auch keine Unterschrift haben, ebenso ungültig. So, ne? Ganz einfache Sache. Ein gleiches Recht für alle. So, und wir haben natürlich die Sache mit der Staatsangehörigkeit eingehangen, also dass das Ausfertigungsdatum aus dem Kaiserreich ist und demzufolge der Gesetzestext aus dem Kaiserreich anzuwenden ist und nicht der in der immer wieder revidierten Fassung im Bundesgesetzblatt erscheint, weil das ist einfach nur eine Veröffentlichung, dass sie sich überlegt haben, man könnte das und das ändern. Aber rechtswirksam wird es ja erst, wenn das Ausfertigungsdatum fortgeschrieben werden kann. Und das kann ja das Bundesland und auch der Bund nicht machen, weil das kann nur das Land machen. Und unter Land versteht man den Bundesstaat, Bundesstaat Sachsen, also vom Kaiser. So. Und dieser ist handlungsunfähig, weil es keinen Verweser gibt. Ne? Also es gibt entweder einen Kaiser und wenn der abwesend ist im Ausland, im Urlaub, krank, dienstunfähig, was auch immer, muss jeweils der Verweser einspringen. Und das ist immer eine Vertrauensperson, die vom Verweser genannt wird oder die direkt vom Volk gewählt wird, die zwei Möglichkeiten gibt es. So, und für uns gibt es ja nur noch die Möglichkeit, einen Verweser direkt vom Volk zu wählen, weil ja nur der Kaiser keinen mehr bestimmen kann. Das ist also das, was dahinter steckt. So, das heißt, Verweserwahl habe ich auch schon in den letzten zwei Sachen erklärt, hängt auch wieder an der Staatsangehörigkeit und die Staatsangehörigkeit selber kann natürlich die Wahlkommission vor Ort feststellen. Da müssen die Leute eben mit ihren Abstammungsurkunden eben mal dort
persönlich vorbeigehen, wenn das Meldeamt nicht machen will. Spielt dann keine Rolle. Es muss dann einer dafür unterschreiben. Also da wird es wahrscheinlich irgendwie einen Zettel ausfertigen müssen, dass so und so viele Leute das geprüft haben. Da müssen dort eine Prüfungskommission gewählt werden, die die Staatsangehörigkeiten prüft. Und die kann ja Wochen vor der Wahl schon mal tagen. Ist ja kein Problem. Wenn man die Staatsangehörigkeit einmal hat, kann man sie ja nicht wieder verlieren. So, und dann müsst ihr euch organisieren. Dann müsst ihr einen Heimatverein gründen. Die prüfen die Staatsangehörigkeiten. So, und dann, wenn dann eben noch 5000 Leute fehlen in dem Ort, dann müsst ihr eben damit rechnen, dass die dann in der Wahlwoche, man muss ja nicht an einem Tag wählen, man kann ja eine ganze Woche sich Zeit lassen oder 4 Wochen. Ist ja bei einer staatlichen Wahl kein Problem, ist ja nur bei einer Bundestagswahl ein Problem. So, und da ist eben die Zeit, in der Zeit kann die Stimme abgegeben werden, so, und dann müssen sie eben in der Zeit zusehen, wie sie zu ihren Unterlagen kommen. Das ist doch uns egal. So, und wer das dann in der gewissen Vorgabefrist nicht schafft, und da würde ich sagen, 4 Wochen ist eine ordentliche Frist, wo man das herbeibringen kann. Und dann kann man damit eine wirklich gültige Wahl machen. So, gut. Das nur noch mal als Randerklärung, weil es Leute immer eben noch nicht begreifen, was hier los ist. Wenn wir uns weiter angucken, ist auch das Wahlgesetz in Sachsen hat kein Inkrafttreten im Gesetz. Es hat kein Zitiergebot drin. Also wenn Grundrechte eingeschränkt werden, wie zum Beispiel, dass ich in jedem Falle mich zu einer Wahl aufstellen lassen kann, ob ich Unterstützungsunterschriften habe oder nicht, weil nach dem staatlichen Wahlgesetz gibt es keine Unterstützungsunterschriften. So, und wenn ich diese Grundrechte-Einschränkungen schon habe, weil mein Grundrecht auf Mitwirkung in der Gesellschaft damit beschnitten wird, dann ist diese Wahlgesetzgebung ungültig. So, wenn sie kein Inkrafttreten hat, erst recht. Und wenn sie keinen Geltungsbereich hat, auch. Weil der Freistaat ja nicht mal für sich selber einen Geltungsbereich festgelegt hat. So, weil es kann nun mal nur einen Staat in dem Staatsgebiet geben und das Staat ist der Bundesstaat. Und wenn der keinen Verweser hat, müssen wir ihn wählen. Und diese Aufgabe, die hat jede einzelne Gemeinde, jede kreisfreie Stadt, jeder Kreisrat, der ist verpflichtet, den Verfassungsnotstand abzuhelfen. Verfassungsnotstand heißt, wir haben keinen Verweser für ein bestimmtes Gebiet. So. Und solange wie das besteht und solange wie die Verweser nicht arbeiten können, hängen die Landräte und diejenigen, die sich angeblich zur Wahl aufgestellt haben, nicht handeln in der Schadenersatzpflicht drin. Also alles das, was in der Zwischenzeit an Schulden, an Steuerausfällen, was auch immer alles aufläuft, hängt den Leuten privaten an der Hacke. So, das ist deswegen, weshalb wir uns wirklich damit mal befasst haben, welche Rechte und Pflichten hat denn jemand, der gewählt hat. So, und da sind wir erschrocken. Weil wir ja gedacht haben, ja, das mit der Bundesrepublik und das mit dem Grundgesetz, das ist ja alles prima, wir haben ja hier den Rechtsstaat, das haben wir ja mal angefangen. Ne? Ist schon eine Weile her, also ich würde mal sagen 10 Jahre her. Aber wir haben gemerkt, dass hier einiges nicht stimmt und dass sich bestimmte Leute an die Gesetze nicht halten. Und dass es immer schlimmer wird und dass die Leute sich sogar noch drüber lustig machen, dass man hier in dem Land nicht weiß, wie der Staat heißt, wie die Staatsflagge aussieht, wie die Staatshymne aussieht. Das wissen die alles nicht. Da erzählen die nur Schwachsinn. Und obwohl das eigentlich im Gesetz alles ganz klar geregelt ist und das eigentlich auch bekannt sein müsste und eigentlich in allen anderen Ländern außer in Deutschland in der Schule auch richtig beigebracht wird. Ja, da kann ich nach Indien gehen, kann dort ein Schulkind fragen, wie der Staat in Deutschland heißt und da sagen die Deutsches Reich, weil die das gar nicht anders gelernt gekriegt haben in der Schule. Allerdings Kaiserreich, wo sie das Kaiser davor setzen, weil das Deutsche Reich der Weimarer Republik oder beziehungsweise das von Hitler ja kein Staat war. Ne? Es war ein notstandsrechtliches Konstrukt. Ne? Also Hitler hat ja im Prinzip nur Notstandsrecht genutzt, er war kein Verweser, kann also auch selber keine Gesetze ausfertigen, weil das Ermächtigungsgesetz hinunterfiel. Und die von der Weimarer Republik, die waren schon erstmal gar kein Staat, weil sie sich ja gar nicht als Staat gegründet haben. Ging ja auch nicht, weil der Staat noch bestanden hat zu der Zeit. So, also, wir haben also nur Dreckertage hier, es ist so. So, und solange wie die Leute nicht aufwecken und solange Pegida noch mit Schwarz-Rot-Gold durch die Kante rennt, wissen wir, dass sie es immer noch nicht begriffen haben. Auch Legida, das ist egal wie sie heißen. Ja? Wer gegen die Übertretung der gesetzlichen Norm mit der BAD-Fahne durch die Gegend rennt, das ist das Gleiche, wie wenn ich beim Sklaven gegen Sklaverei demonstriere und die Sklavenhalterflagge nehme. Da brauche ich nicht losrennen damit. Ja. Ich muss mir dann die Bundesstaatenflagge, meine staatliche Flagge nehmen. Und dann kann ich damit demonstrieren. Da kann ich zeigen, ich will wieder staatliche Strukturen. Und solange wie das die Leute nicht machen, lange wird sich in diesem Land nichts ändern. Da könnt ihr im Wechsel aller 4 oder 5 Jahre CDU und SPD wählen, dann werdet ihr feststellen, dass in 200 Jahren noch viel schlimmer und menschenverachtender
Situation lebt, wie es jetzt ist. Ne? Und in der Zwischenzeit hat man euch die Bodenrechte gestohlen, weil das wird wahrscheinlich schon bei manchen Gebieten 2016 losgehen, dass die Leute aus ihren Häusern gejagt werden, weil das Bodenrecht abgetreten wurde. Und zwar deswegen, dass sich irgendeiner das Erbpachtrecht gekrallt hat für das Gebiet. So, und dann viel Freude, wenn das ein Bekannt ist. Und ich kann da nur die Leute warnen, die Haus und Grundstück haben. Ich habe das leider nicht, aber ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man dann plötzlich erwacht, ey, Mist, ich bin ja gar nicht Eigentümer von dem Land. Weil Grundbuch ist, ja, nice to have. Es zählt das, was im Kataster steht. Das Kataster ist meines Wissens in Krakau unter Verschluss, unter militärischer Bewachung, unter Besatzungsmacht. Und dort kommen nur Verweser rein. Und nur ein Verweser, der ordentlich gewählt ist, darf dorthin und darf dort Ergänzung vornehmen. So, da wissen wir also, wenn es keinen Verweser gibt, dass dieses Kataster seit 1914 nicht fortgeschrieben wurde. Nee, 18. Also in der Zeit, wo der Kaiser gestürzt worden ist. Das ist also jetzt bald, wenn ich noch richtig weiß, irgendwann im Oktober. Muss man nachgucken. Muss auch nicht immer alles wissen. So, und genau wenn dieser Tag abläuft, dann ist der Beweis erbracht, dass hier keiner von uns mehr ein Erbpachtrecht besitzt. So, und dann wird einfach Willkür gemacht und das wild verteilt, ne? An Migranten, an ausländische Investoren, was auch immer, die ja gar keine Staatsangehörigkeit haben. Und wer sich also nicht kümmert und wer jetzt von Teil 7 an die Prozeduren nicht durchlaufen hat, weil er sie wenigstens erstmal gefordert hat, damit er jemand hat, der man sieht als Kugelfang vor ihnen dann dafür einsteht, dass er die Bundesstaatenangehörigkeit erst nach der Vergabe der Erbpachtrechte erhalten hat, der hat eben dann Pech gehabt. Und da muss dann eben sein Mitarbeiter vom Meldeamt dafür anzeigen, dass er ihm ums Erbpachtrecht betrogen hat. Habe ich erklärt, wie man das macht und was da vorne Gefahr für den ähnlichen Mitarbeiter besteht, wenn er seine rechtliche Lage nicht klärt. Können wir halt nicht ändern. So, jedenfalls ging die Sache dann weiter. Da waren wir dann also noch zweimal dort eingeladen und dann haben die Mitarbeiter der Wahlkommission darüber abgestimmt, dass wir meine Einsprüche gegen die Besetzung und auch gegen die Durchführung der Wahlprüfung nicht rechtens waren. Die haben darüber abgestimmt, was aus dem Protokoll zu entfernen. Muss ich mal überlegen. Die haben darüber abgestimmt und waren sich alle einig. Alle, die in Sachsen, jetzt, wenn wir da in einem Land da sind, waren sich darüber einig, Protokollfälschung zu begehen. So, und da muss ich doch über einen Rechtsstaat in Sachsen überhaupt nicht mehr nachdenken. Und dass die Leute dann demonstrieren, weil die das erfahren, weil mir es ja immer erzählen. Wir machen dann immer Videos, wenn irgendwas, wenn sich irgendjemand gegen das Gesetz aufstellt. Ne? Wir bringen alles an die Öffentlichkeit. Wir haben auch gesagt, dass wir jeden Schriftsatz auf der Homepage noch veröffentlichen. Das ist alles noch da. Das muss noch eingescannt werden, dann laden wir es hoch. Also es wird alles mit Name und Anschrift alles offengelegt. Weil wir müssen ja dann, wenn die Notstandsleiter um ihre Entlastung winseln, was vorlegen, um diese Entlastung zu verhindern. Weil die sollen auch Schadenersatz leisten und der wird gewaltig ausfallen. Da wollen wir, dass jeder, der dieses Unrecht unterstützt hat, privat dafür haftet, mit allem, was er hat. Und zwar zeitlich und betragsmäßig unbeschränkt. Das ist die Privathaftung, die da drin steckt. So, und zeitlich unbeschränkt heißt, also selbst dann, wenn mal das tausendjährige Reich anbricht und der Tod besiegt ist, ist es deswegen noch nicht aufgehoben. Die Haftung läuft dann weiter. Na, weil man kann ja sagen, dass die Kirche, wenn das wirklich so stimmen sollte, dass das so ist, ja, dann bleibt das so lange bis zum jüngsten Tag. Und dann kann der liebe Herrgott darüber urteilen. Mal sehen, ob er da ein gutes Urteil findet bei Leuten, die das Land betrogen haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hab da nichts mit zu entscheiden. Ich kann nur feststellen. Ja, und dann haben wir das Problem gehabt, dass wir auch hier wieder die Melderegister angefochten haben, auch im Land. Das haben wir gleich beim Bundeswahl leider gemacht. Gleich für alle Untergliederungen mit. Und das wurde wieder nicht beachtet, ne? Weil wir haben auch bis heute haben die Leute, die eine Wahlbenachrichtigung gekriegt haben, noch keine Bestätigung der Staatsangehörigkeit gekriegt. Einige haben es mit ein paar Tricks auch hingekriegt, aber ne, dass sie auf die Gemeinde gegangen sind und gesagt, ich hätte gerne mal die Bestätigung der Staatsangehörigkeit. So, und auf welcher Grundlage ich die habe. So, und wenn dann irgendjemand auf dem Zettel geschrieben wird nach STAK, kann er das sofort anfechten, weil das STAK wissen wir ja, habe ich schon erklärt, Teil 7 und Teil 17 ein gefälschtes Gesetz ist.
So, und da, deswegen eiern die auf der Meldebehörde immer rum, wenn man sagt, auf welcher Rechtsgrundlage haben sie denn das entschieden. Ne? Da fangen die an und eiern rum und wollen ihnen auch das Gesetz nicht zeigen. Und wenn sie es ihnen zeigen, ist dort das Ausfertigungsdatum gar nicht da. So, wenn ich aber ins Gesetzblatt reingucke, steht es dort drinne. Also ist doch der Betrug schon bis in der kleinsten Ämter runtergebrochen. Da brauche ich doch nicht weiter überlegen, was hier läuft. Ne? Wenn das System schon seine eigenen Mitarbeiter betrügt, ne? Damit sie in der Haftung drinnen bleiben und nicht der Landrat alles alleine abkriegt, ja, was muss ich denn da noch groß erklären? Da weiß ich doch, dass das alles nur ein einziger Haufen von, weiß ich nicht, wie man das auch, ich finde keine Worte. Ne? Ist einfach unmöglich, sowas. So, die gesetzlichen Grundlagen bestehen. Und die Landräte und die, die hier Verantwortung tragen in dem Land, die wissen ganz genau, welche Rechtslage gilt und wie der Bund wirklich steht und dass das Land nicht das Land ist, was viele denken, sondern dass es eben der Bundesstaat ist und dass eben die Bundesländer auch nur Notstandsleiter sind. So, das wissen die alle, weil die haben die Notstandsgesetzgebung und dann sind 14 alle da. Aber sie geben sie eben nicht raus ans Volk, weil würde das Volk das auch mal lesen, dann würde eigentlich ins Gesicht einschlagen. So, das wird einem hier verhindert. Und das müssen wir wissen. Und da ist einem immer wieder dieses Theater. So, wir haben dann die Wahlanfechtung rechtzeitig vor dem Termin im Landtag eingereicht und haben auch dann einen Poststempel drauf gekriegt, dass die eingegangen ist. Seltsamerweise hat es aber im Landtag noch keiner entschieden. Da macht man sich warum. Ja? Also, wenn eine Wahlanfechtung ist und der Herr Maas sich anmaßt, Facebook zu zensieren, dann ist er gar nicht gewählt. Denn würde die Wahlanfechtung greifen, wäre er auch in der vorhergehenden Wahlperiode schon gar nicht gewählt gewesen, weil das fällt ja alles der Reihe nach um. Wenn der vorhergehende Landtag schon mal keine Staatsangehörigkeit nachweisen konnte, und das wissen wir ja, warum das nicht funktioniert, das habe ich in den vorhergehenden Teilen schon erklärt, ja, da fallen die der Reihe nach alle auf den Rücken. So, und deswegen haben die gesagt, wir werden die Wahlanfechtung nicht anfassen. Das ist vermutlich das, was hier läuft. So, weil sie ja dann bei polizeilichen Übergriffen, bei Haushaltsmittelausgaben und so weiter zur Verantwortung gezogen werden. Weil wenn eine Privatperson Steuergelder anfasst, ohne dass sie wirklich gewählt ist, dann ist das Steuerhinterziehung. Ganz einfach. So, und da ist natürlich ein ganz heißes Eisen. Und dadurch brennt dann natürlich die Hütte. Man kann das auch verstehen, aber sie können sich ja ganz einfach aus der Affäre ziehen. Sie müssen einfach nur erklären, dass sie das vorneweg nicht gewusst haben, dass sie sich jetzt mit den gesetzlichen Grundlagen auseinandergesetzt haben und dass sie darum bestrebt sind, die Rückabwicklung zu betreiben. Das heißt, man müsste jetzt anfangen, die Staatsangehörigkeit zu bestätigen und möglichst noch schnell, dass die Leute noch ihr Erbrechtsrecht wahrnehmen können. So, dann würde ja keiner ein großes Ding machen. Es hat ja auch keiner Interesse, den Dreck der letzten 100 Jahre selber aufzuräumen. Das sollen ja die sogenannten Beamten schön sauber machen. Ne? Die werden dann bloß einen daneben setzen, der es kontrolliert, dass es in Ordnung geht und dass jeder seine Wiedergutmachung hält. Weil es gibt zwar 10 Gesetze in Sachsen, dass die Verfolgten des SED-Regimes eine Wiedergutmachung erfahren, aber ich habe noch keine erfahren. Bin nur benachteiligt und nicht bloß bis zur Wende, sondern bis heute. Ja, ich habe noch keinen Cent gesehen. Also mir ist es irgendwie vorbeigefahren, der Zug. Ne? Wer entschädigt worden sind die Täter. Ne? Die SED-Genossen, die polizeiliche Ermittlungen bei Kindesmissbrauch verhindert haben, weil die Kinder von SED-Leuten sexuelle Übergriffe verübt haben, die wurden alle entschädigt. Ne? Die haben zwar selber Schaden angerichtet, aber die haben alle Geld gesehen. So, das ist Sachsen. Und das ist das, was ich als Sachsensumpf bezeichne. Ne? Ja, gut. Aber es kommt keiner ungeschoren davon. Die neue Weltordnung wird sich noch mal kurz aufbäumen. Sie werden auch sicherlich irgendeinen Antichristen finden, der sich als solcher dann in der Öffentlichkeit präsentiert. Aber das ist alles zeitlich begrenzt. Die Fahrt ist ja klar, dass das Volk in Freiheit kommt. Früher oder später. Entweder durch einen Bürgerkrieg oder durch wirtschaftlichen Niedergang des Euros. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aufhalten lässt sich das nicht. Und unsere großen Finanzweisen haben sie inzwischen auch schon erkannt, dass der Euro nicht zu retten geht und dass viele ihr Eigentum verlieren werden. Und warum sie es verlieren, habe ich ja gerade erklärt, weil das Erbpachtrecht ihnen runterfällt. Ja, und da müssen sich die Leute und die Häuslebesitzer und die Autobesitzer, denen ja dann das Auto auch weggenommen wird, sich einmal kümmern und sich mal belesen und sich mal zusammenschließen. Deswegen haben wir ja Bürgerrechtsbewegungen gegründet. Ich selber habe, wissen an 20 mitgewirkt, mindestens. So, also müsst ihr mal einen Finger ziehen, dann müsst ihr euch bewegen. Und wenn er das nicht macht, und wenn er denkt, es wird schon irgendeiner richten, es wird der Kinder richten. Es wird einfach gewartet, bis die Not hereinbricht und dann werden die das irgendjemand in die Schuhe schieben, das gar nicht wahr.
Das ist der Punkt. So. Und selber werden sie sich dann ja aus dem Land verziehen und werden sich irgendwo in der Paraguay auf irgendeine Sender absetzen und werden sich ja mit dem Dreck alleine lassen. So wird es laufen. Könnt ihr mich gerne zitieren in 20 Jahren, so wird es werden. So. Und jetzt ist die Frage, was machen wir heute und wie wehren wir uns gegen solches Unrecht? Und die einzige Möglichkeit, sich zu wehren, ist regelmäßig an den Demonstrationen mit der richtigen Flagge teilzunehmen. So. Da meine ich jetzt nicht Schwarz-Rot-Gold, sondern da meine ich die Bundesstaatenflagge. Also der, der aus Preußen ist und der Preußischen, der aus Sachsen ist und der Sächsischen. Ja, da muss ja jeder mal gucken, wo er herkommt. Es gibt ja 26 Stück, haben wir also genug Auswahl. So, und das muss eben jeder wissen. Ja. In jedem anderen Land kann ich jeden fragen, was für eine Staatsangehörigkeit ist. Frage ich einen aus dem Iran, der sagt er mir aus dem Iran. Da kriege ich bei 1000 Fragen keine zwei falschen Antworten. So, in Deutschland kann ich davon ausgehen, dass 98% der Leute überhaupt nicht wissen, wie der Staat heißt. So, und das ist einfach nur beschämend und traurig, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich kann die Bildungspolitik nicht besser machen. So, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die DDR zu DDR-Zeiten so ein mieses Bildungssystem hätte geduldet. Glaube ich nicht. So, weil wir haben zu DDR-Zeiten schon Dinge erfahren und gewusst, dass man denen der heutigen Generation nicht erzählt. Ja. Das haben wir damals in der Schule zumindest noch gehabt. Wir haben noch gehabt, wie die Bundesrepublik entstanden ist. Und wir haben es auch vom Herrn Schützler erfahren. Es war auch nicht alles so hundertprozentig korrekt, aber im Grunde genommen stimmt es. So, und wir hatten auch eine richtige Währung. Ja, das haben wir alles gehabt. Dass wir die natürlich nicht auf den Weltmarkt schmeißen können, war eine ganz andere Geschichte, weil wir halt nicht rauskamen. Aber wir hatten in der DDR mehr rechtsstaatliche Verhältnisse, als wir es jetzt in der Bundesrepublik haben. Das kann ich der Frau Merkel schwarz auf weiß bescheinigen. Es ist nur noch ein einziger Betrug und ja, Entrechtungsskandal, der hier läuft. Da ist Raub auf Raub geschichtet. Was anderes ist es nicht mehr. Und das ist auch das, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch festgestellt hat, dass wir den Rechtsstaat gar nicht haben, weil es einen Staatsaufbaumangel gibt. Für die Alliierten mitverantwortlich sind. Und dann nehme ich auch die Russen nicht raus. Weil die Russen hatten die Möglichkeit 2006, wo der Abzug der Truppen war, hier anzusagen, dass erstmal eine Verweserwahl bzw. auch eine Verfassungswahl zu machen ist. So, und die große Wahrscheinlichkeit wäre gewesen, dass sie hätten die 1871er Verfassung zur Wahl gestellt, weil die DDR-Verfassung ja auch bloß eine hohle Fichte war. Weil ja dort ein Kommunismus und irgendwas festgeschrieben worden ist, der ja eigentlich mit der Staatsverwaltung gar nichts zu tun hat. Das ist nur eine politische Willensbildung, die hat in der Verfassung nichts zu suchen. So, in der Verfassung werden die Grundrechte für alle Menschen geregelt. Wenn ich eben jemanden habe, der kein Kommunist hat, kann ich den näher nur eine kommunistische Knute bringen. Deswegen fällt die DDR-Verfassung auch hinten runter. So, und das ist eben die Geschichte. So, dass ich natürlich in der 1871er Verfassung ein paar Dinge drin stehen habe, die wir heutzutage nicht mehr lassen können, haben wir nun mal derzeit keine kaiserliche Marine haben. Und auch im Rüsttag, Artikel 26 bis 29 drin steht, wer den Dienst in der kaiserlichen Marine nicht gemacht hat, die Staatsangehörigkeit verliert. Da würden natürlich alle Deutschen das verlieren, weil es ja ziemlich lange her, wo die kaiserliche Armee eine Musterung gemacht hat. Ja? Und die Bundeswehr zählt ja nicht als kaiserliche Armee, das ist ja ein anderer Staat. Ja, da haben wir alle ein Riesenproblem. Ja? Wobei ich sagen muss, ich bin ja immer dienstbereit. Also, wenn das so wäre, kaiserlich-königliche Armee mich zur Musterung holen würde, als Reservist, warum nicht? Die Frage ist, welcher Waffengattung, aber mal gucken. Ja, aber, ja, das müssen wir eben mal abwarten, wie das sich ja weiterentwickelt. Also, der Staat hat ein Anrecht auf eine eigene Währung, auf eine eigene Staatsangehörigkeit, auf ein eigenes Heer, auf die Sicherung der Außengrenzen und die staatlichen Außengrenzen, die von 1914. So, dem Stil, wo das Staatsangehörigkeitsgesetz her ist. 22.07.1913. So, zwischen 1913 und 1914 haben sich die Grenzen nicht verändert. Deswegen sagt man ganz 1914. So, ja, und das muss erstmal hergestellt werden. Und solange wie ich das nicht hergestellt habe und auf der Landkarte nicht sehen kann, in den Schulen nicht gelehrt bin, existiert das nicht. So, ja, ganz einfach. So, und wenn man damit wählen will und wenn man die Leute dann über den Rettich zieht und die für dumm hält oder auch dumm schult, auch durch die Medien, sind die Medien genauso verantwortlich, sind genauso Nutzschanzleiter, sind genauso in der Vollhaftung drin, ist mir scheißegal, ob die Deutsche sind oder ob die aus dem Ausland gesteuert werden, dann haben die eben dort den Schaden angerichtet. Müssen eben über das Auswärtige Amt eine Rechnung kriegen. Na, einfach ist das. Und die Volksbildung von letzten 70 Jahren rückgängig machen, das wird eine richtig teure Rechnung.
Also, da müssen wir alle noch mal 2 Jahre in die Schule schicken und denen mal erzählen, was in der ganzen Geschichtsschreibung hier nicht stimmt. Ja, kostet halt. Ne? Muss man einem dann Arbeitsausfall und so weiter, muss man alles mal hochrechnen. Da gibt es ja eben den Donald Trump, der in den USA schon mal alles ausgerechnet hat, was das kostet, wenn das System zusammenbricht. Er hat ja da vor kurzem ja so ein riesen Video da veranstaltet und da hat er also bis in die Bestandteilung der Aminosäuren, den Wert des Menschen aufaddiert. Das kann er ja mal für Deutschland machen. Ja, eine sportliche Aufgabe, dann mal den Schaden auszurechnen, der hier entstanden ist in den letzten 100 Jahren. Das ist genau das, die Forderung, die das Kaiserreich gegenüber allen Feindstaaten aufmachen wird, aufmachen muss. Ja? Und mit dem Geld muss die Gesamtweltwirtschaft wieder angekurbelt werden. Anders geht es nicht. So, dass es natürlich nicht von einem Tag auf den anderen ausgeglichen werden kann, das ist uns allen auch klar. Aber es muss mal passieren. Ja? Und es gehört sich auch, dass in den afrikanischen Ländern Frieden herrscht. Ja? Dass dann dort eine ordentliche Regierung per Schutzgebietsabkommen dort tätig wird und die eben die Wilderei und die Hungersnot und das soziale Elend dort beenden. Weil das ist ja möglich, es ist ja genug Geld da. Es ist ja nicht so, dass das kein Geld hat. Und wenn ich eine Rüstungsindustrie habe, die Waffen herstellen kann, dann kann ich denen nur sagen, wird mal 2000 Blechschnepfe machen. Machen die, kein Problem. Wenn dann auftragen, dann machen die das. Ja, und ob ich dann nur hier irgendwelche Waffen baue oder ob ich irgendwelche Sachen baue für die Landwirtschaft, das ist da, wenn ich die Maschinen immer habe, war kein Problem. Ja, und? Was haben die Amerikaner vor ein Problem, ihre Außenhandelsbeziehungen auf ein friedliches Exportgut umzustellen? Das Problem gibt es nicht. Wir müssen es einfach nur machen. Das Volk muss es fordern. Wenn es nicht so fordert, wenn es das nicht fordert und der Dollar im Rücken fällt, dann werden die dort Bürgerkrieg haben. Und das muss auch der herrschenden Klasse dort klar werden. Ne? Das ist so, nicht weitergehen kann, weil eine Papierwährung kollabiert irgendwann. Und wenn sie kollabiert, müssen sie sich einfach nur mal überlegen, dass in Amerika jeder Dritte eine Waffe hat. So, die braucht er bloß aus dem Pickup holen. Und da interessiert dann die Heimatschutzbehörde überhaupt nicht. Die werden dort ein Recht schaffen, ob das dann denjenigen passt oder nicht. Eine ganz andere Geschichte. Aber es wird dazu kommen. So. In Deutschland sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da sind wir alle entwaffnet. Aber das heißt ja nicht, dass wenn es beim Bürgerkrieg gibt, die Leute sich nicht zu helfen wüssten. Ja, dann bauen die sich Waffen oder besorgen sich welche. Es wird auf jeden Fall chaotisch. Und damit es nicht chaotisch ist, haben wir die Friedensbewegung seit 1978, ne? Weil wir ja wollen, dass es geordnete Verhältnisse gibt, bevor es zum Aufstand kommt. So, und dazu zählt auch, dass die Wahlen in einer ordnungsgemäßen Sache abzulaufen haben. Und wer sich dagegen aufstellt und wer Wahlbetrug macht, wer Protokolle fälscht, wer sich verleugnen lässt, dass er angeblich eine geheime Funktion hat, das sind alles Leute, die mal, falls es hier zum Aufstand kommt, zur Verantwortung gezogen werden. Weil das Volk sich irgendwann erhebt, wenn es kein Recht mehr hat, wenn es keine ordentliche politische und gemeinderechtliche Vertretung wählen kann, ne, die in ihrem Interesse entscheidet. Wenn es das nicht kann, wird sich das Volk wehren. So, und die werden die im Baumarkt einen Tag lang einkaufen und dann bauen die sich aus dem Zeug eine Waffe. Das wird passieren. Und ob ihr mich da als Fantasten hinstellt oder nicht, das spielt keine Rolle. Wir haben ja Bürgerkrieg erlebt. Wir brauchen nur wenn vor der Haustür gehen. Ne? Die Leute hatten dann plötzlich alle Waffen. Es hat noch nie einen Bürgerkrieg gegeben, wo die Leute auf einmal keine Waffen hatten, obwohl die immer alle entwaffnet waren. Warum? Na, weil die Waffenlieferanten halt die Waffen liefern. Ganz einfach. Das machen die. So. Und das muss der Regierung in Deutschland klar sein. Wenn die das nicht begreifen und wenn die da immer sagen, ne, das verdorben wir und wir kennen das nicht, und dann kriegt man lauter Kopfschmerzen, wenn wir darüber nachdenken, ja, dann müssen sie einmal andere ranlassen, denen die Vorgehensweise klar ist und die ein politisches Ziel haben mit dem Land und die für Deutschland in die Zukunft sehen. Das ist ganz einfach. Sie haben ja jederzeit die Möglichkeit, den Rückzug zu erklären. Wird sie zwar nicht aus der Haftung entlassen, aber zumindest sind sie aus der zukünftigen Verantwortung raus. Können die ja jederzeit machen. Der Landrat kann das machen, der Attilisch in Sachsen kann das machen. Der kann einfach nur erklären, Leute, die haben da was rausgefunden und kann ich leider jetzt nichts dagegen machen. So, zack, ist er raus. Da ist er nicht aus der Haftung raus, aber aus einer zukünftigen Verantwortung, weil dann wir ja irgendwann mal in die Euro-Krise eintreten und da müssen wir ja dafür sorgen, dass jeder genug zu essen hat. So, ich weiß zwar, dass gewisse Vorbereitungen getroffen wurden und dass es auch schon Getreidelager gibt und so weiter, aber wieder nur für die höheren Angestellten des Staates und nicht für jeden einfachen Menschen. Ne? Obwohl das gar kein Problem war, weil die DDR hatte zum Beispiel Getreidelager, dort war das kein Problem.
Man fragt sich halt, warum. Ne? Gut, wir machen dann im Teil 21 ja weiter. Ich mache erstmal kurz Schluss, sonst wird es zu groß.